eine. Na, komm schon. Eine am besten hier, dann hat der El-Präsidente gleich einen Blick auf die neuen Biofarmen. Das ist auch mal was Schönes. Also ich muss mich ja so ein bisschen mit den Grünen umstellen, das mache ich dann auch. Das ist, Scheiße! Was war das denn? Das war nichts. So, machen wir das mal so. Baupriorität auf hoch. Ja, ihr seht, ich bin noch im Pausenmodus, das ändere ich mal. So. So, und dann werde ich hier schon mal die Leute rausschicken. Für die ist das natürlich tragisch, klar. Die kriegen erstmal einen kleinen Zwangsurlaub. Und dann, wenn die neuen Farmen fertig sind, können sie sich dann daran ergötzen. Und ja, ich weiß sehr wohl, dass da noch was drin ist. Aber ich glaube, das werden wir dann drin lassen müssen. Ich warte erstmal, bis die Betriebe fertig sind. So. Ich glaube, wir können auch so langsam mal die Biofischfarmen bauen. Also Fischfarmen, ne? Können wir ja auch bauen. Kosten 6000. Bauen wir hier mal eine hin. Und hier oben noch eine hin. Das ist auch durchaus nicht verkehrt. Salzmine. Ja, nee, Minen wollte ich ja nicht bauen. Also Minen, Öl und sowas alles, das werde ich alles grundsätzlich weglassen. Das mache ich normalerweise zwar auch nicht unbedingt, aber jetzt hier in diesem Let's Play möchte ich das einfach mal machen. Ein kleines Experiment in diesem Let's Play. Einfach mal ohne Bergwerke und sowas auskommen. Einfach nur durch Agrar- und Holzwirtschaft. Also Holzwirtschaft ist das Einzige, was ich hier mit reinnehmen und Zement auch. Aber ansonsten versuche ich mal möglichst durch naturfreundliche Produkte mal ja, zu gewinnen. Das ist einfach mal so eine kleine persönliche Challenge an mich, sage ich jetzt einfach mal so. So, die erste Farm ist fertig. Ich sehe auch der. Organisches Essen mit der Essenz von Essen und dem Segen von Gaia. Nicht spucken! Hilfe! Leute, Hilfe! Gaia ist, glaube ich, lateinisch und bedeutet übersetzt Erde. Für die Leute, die es nicht wissen sollten. So, da jetzt beide Biofarmen fertig sind, können wir jetzt die alten Farmen abreißen. Und somit dürften die Umweltschützer erstmal zufriedengestellt sein. Und ihr seht, dass die Gebäude machen auch etwas her. Das sind reinste Hightech-Gebäude, wenn die beiden alten Hütten hier platt gemacht werden. Gut, es sind dadurch insgesamt vier Arbeitsplätze, glaube ich, verloren. Wunderbar, Präsident. Wir nähern uns einem Pflanzen-Nirvana. Jetzt müssen wir nur zwei neue Biofarmen bauen. Welche Überraschung, habe ich schon gemacht. Die Pflanzen werden es ihnen danken und Mutter Natur und die Tautropfen werden lächeln. Sie brauchen zwei Biofarmen. Belohnung 15 Absehen. Absehen bei Umweltschützern. Was? Ansehen sollte da wahrscheinlich stehen. 5000 wurde Schweizer Bankenkonto hinzugefügt. Sehr schön. Wir haben jetzt also unsere Biofarmen, das ist sehr schön. Und unsere Fischfarmen dürften inzwischen auch den Betrieb aufgenommen haben, genau. Das ist sehr schön. Fisch und Austern? Was ist denn das? Och nö, eine Ölkatastrophe. Präsident! Einer unserer Tanker, die Nueva Titanica, hat in der karibischen See einen Eisberg gerammt. Mist! Einen Eisfrachter zu segeln, um Benzin zu sparen, scheint mir keine gute Idee. Ja. In der Karibik rammt ein Tanker einen Eisberg. Infolgedessen verliere ich Geld und alle leckeren tropikanischen Fische werden furchtbar schmecken. Viele Freunde von mir haben mir ihre Hilfe gegen eine minimale Gebühr versprochen. Die Schönheit an unseren Stränden ist gesunken und das Angeln in den betroffenen Gebieten ist verboten. Logisch. Keine Ausgaben scheuen, um die Krise zu stoppen. 46.000 bräuchten wir, um das sofort zu räumen. Aber es ist zum Glück total an der falschen Ecke. Also wir haben Glück gehabt. Wir sind ja hier. Und die Perspektive wurde einfach mal geändert. So. Nun weiter mit Musik.
Der Preis aller und oh, Wirtschaftshilfe. Der Preis aller Industriegebäude sinkt um 50%. Sehe ich jetzt einfach mal so am Rande. Ihr habt das wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben. So, ah, guck doch mal da an die Seite, was da gar nicht steht, Mensch. Du mach doch mal. Und ja, ist ja gut. Konservenfabrik. Ich glaube, das ist die nächste, die ich mal mitnehmen werde. Wir bauen jetzt einfach mal eine Konservenfabrik. Einfach, weil ich es kann. Weil ich Lust dazu habe. So. Und dann werde ich auch mal die beiden Plantagen austauschen. Ebenfalls gegen Biofarmen, weil die können ja auch Zucker herstellen. Wie ihr ja wisst. Und die bauen wir auch hier oben so hin. Dann wird das hier unser kleines Farmgebiet. Und El Presidente kann persönlich den Abbau der Biopflanzen überwachen. Das ist auch mal was Schönes. Zucker wollen wir haben. Wir wollen Zucker haben! Ärzte werden sich freuen. Können sie ordentlich Zuckermedikamente verkaufen. Insulin und so weiter. Ne? Die Straße ist jetzt blöd. Aber egal. So. Was macht ihr denn da? Mist. Muss noch ein bisschen höher ansetzen. Nee, das ist scheiße. Ich reiß die nochmal ab. Ich muss mich mal abgewöhnen, immer mich nach vorne zu lehnen. Ich muss mich mal so schön nach hinten lehnen, weil ihr könnt mich ja auch so ganz gut hören, weil sonst übersteuere ich wieder so. So. Ertragspflanzen, okay. Ach so. Ach so, dann produzieren sie alles zusammen. Ach geil. Okay. Jo, warum nicht? Und das Gebiet ist ja, ja, es ist hellgrünlich, sag ich mal so. Es ist nicht so grün, aber es ist immerhin. Ich glaube, wir bauen nochmal eine Gartenbaustation mit organischer Anbau. Anstatt kräftige Pflanzen anzubauen, die wir mit einem Mittel besprühen, das Brusthaare unabhängig vom Geschlecht wuchern lässt, supi, produzieren wir nun organisch gezogene, kümmerliche Pflanzen. Der letzte Schrei. Das bringt auch gar nichts, sehe ich gerade. Was ist denn GVM? Sie brauchen eine Akademie der Wissenschaft. Okay. Dann werde ich diese Akademie der Wissenschaft jetzt... Ach, wir brauchen einen Minister für Bildung. Okay. Wir haben noch keinen Minister für Bildung. Das geht gar nicht. Ich nehme... Ja, von den Werten. Also, Isaac Charles hat zwar Intelligenz außergewöhnlich, dafür Courage mies und Führung unter Durchschnitt. Und Roxana Pena hat auch alles unter Durchschnitt. Also da macht der Bernardita Santiago macht hier schon den besten Durchschnitt. Intelligenz gut, Courage überdurchschnitt und Führung gut. Dann wird sie unsere Bildungsministerin. Weil in meiner Regierung müssen Leute sitzen, die erstmal Ahnung haben von dem, was sie da überhaupt machen. Dann sollten sie auch Arsch in der Hose haben und zu Fehler entstehen, die sie vielleicht auch mal machen. Das kommt ja auch durchaus vor. Ne? Und ja, deswegen. Also es sollten schon Minister sein, die wirklich wissen, was sie da tun. Die gottesfürchtigen US-Amerikaner lieben ihre Produkte. Keine Ahnung warum. Ich weiß nur, dass sie uns mehr davon verkaufen werden. Ihr Amerikaner. Wie immer steht es ihnen völlig frei, wenn sie nicht wollen, dass ihnen Schlimmes widerfährt. Erhöhen Sie das Exportvolumen in die USA auf 2000. Sie wollen Chemikalien, Nahrungszusätze, Kaffee, inklusive Konserven, Tabak und Zigarren. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich kann ja nicht ständig etwas von den Amis ablehnen. Das geht ja auch nicht. Auf Dauer. So, Garten... Ach nein, ich wollte doch die Propagandaturm? Ach so, nee. Also ich habe das einzige Gebäude, was ich eigentlich bisher noch nie gebaut habe, ist ein Propagandaturm, weil ich so einen Scheiß brauche ich nicht. Wozu? Bin ich ganz ehrlich, also so einen Kram habe ich gar nicht erst gebaut. So, und ich sehe, wir nehmen jetzt knapp 55 Minuten auf. Das heißt, das Ende der ersten Session steht an. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich jede Menge Crash-Musik in den Ohren. Das tut mir, wie gesagt, wahnsinnig leid, aber ihr wisst ja... Die normale Musik von Tropico ist leider urheberrechtlich geschützt und kann deswegen nicht abgespielt werden. Dicke Sorry nochmal an dieser Stelle. Aber ich hoffe, euch gefällt das Let's Play trotzdem. Was ist jetzt eigentlich mit dem Fischfarm? Hallo?
Irgendwie hauen sie zu viel Fisch weg, kann das sein? Ach nee, sie dürfen doch nicht wegen den, ja, okay, alles klar. Ich weiß schon. Sie dürfen doch nicht fischen wegen den Dings. Der alte stinkende Fischereihafen gehört der Vergangenheit an. Jetzt übernimmt die neue glänzende Fischfarm seine Aufgaben, sein Erbe und seinen Geruch. Die Fischfarm produziert Fisch, Tropikaner können auf der Fischfarm Nahrung erhalten. Jo. Ist das nicht schön? Wir haben knapp 30.000, okay, wir haben über 30.000 mal eben im Hafen. Also unsere Wirtschaft stabilisiert sich endlich mal. Wir haben einen Wirtschaftsaufschwung. Das ist doch mal was Schönes. Und es wurde automatisch gespeichert. Das ist noch schöner. Wir haben jetzt wieder 14.000. Das heißt, wir können jetzt die Akademie der Wissenschaften bauen. Die bauen wir direkt mal hier neben dem Arsenal. Was haben wir denn hier? Theoretische Forschung. Diese Art der Forschung ist die beste. Kostengünstig. Man gibt faulen, nichtsnutzigen Professoren ein Stück Kreide und eine Tafel und sie haben ihren Spaß. In diesem Arbeitsmodus werden für das Gebäude normale Unterhaltskosten fällig. Bildungsstandards. Wenn Sie die Anzeige auf niedrig stellen, kann jeder graduieren. Die Unterhaltskosten für das Gebäude müssen wir dann aber verdoppeln, um eine Forschungsstudie über Idiotie finanzieren zu können. Dumme Menschen können graduieren, doch die Kosten verdoppeln sich. Forschungsprämie. Unsere Wissenschaftler können Experten werden, wenn es darum geht, Geld zu kassieren. Die Kosten für Baupläne verringern sich stufenweise um bis zu 50%, aber hallo, dann nimmt er das doch mit. So, und die Forschungsakademie zimmern wir direkt hin neben dem Arsenal. Ihr seht, vier Arbeiter stürzen sich gleich direkt auf dieses Projekt. Wahnsinn. Also wie die Bekloppten fallen sie regelrecht darüber her. So, wir haben immer noch 24.000. Dann können wir ja jetzt können wir sie wirklich bauen. Beziehungsweise wir könnten sie auch so schon bauen. Wir müssen tatsächlich erstmal warten, bis das Gebäude fertig ist. Das macht nichts. Aber die Konservenfabrik ist schon fertig, ist richtig. Produziert aber noch nichts. Parkhaus, 25 Produktion. Produziert den teureren Instant-Kaffee, okay. Aber sie können den Fisch schon mal verarbeiten zur Konserve, fällt mir gerade ein, glaube ich. Oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht. Genosse. Nahrung ist wichtig und unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir können den Kommunismus nicht mit leeren Magen vorantreiben. Kümmern Sie sich bitte um dieses einfache Bedürfnis, indem Sie weitere Farmen, Ranges, Fischereihäfen bauen, Genosse. Marktplätze und Supermärkte sind auch hilfreich für die Verteilung von Nahrung und für den Export. Import. Nicht Export, Import. Genau, wir sollten mal einen Supermarkt bauen. Hab ich die ganze Zeit nicht dran gedacht. Kümmern. Entschuldigung. Können wir dann wieder aussuchen zwischen Junkfood. Junkfood ist ungesund, aber es schmeckt so gut. Die Nahrungsqualität erhöht sich, aber die Lebenserwartung verringert sich. Normales Essen, der übliche fade Schleim, den Tropikaner gewöhnlich essen. Gesundes Essen, nur Nahrung mit wenig Fett, Natrium und Salz wird angeboten. Die Nahrungsqualität verringert sich, aber die Lebenserwartung steigt. Nehmen wir normales Essen. Passiert zwar nichts bei, aber es kommt auch dabei keiner zu Schaden. So, liebe Leute. Und mit diesen Worten würde ich sagen, beende ich gleich die erste Hälfte der zweiten Session. Wieder ist eine Stunde erreicht und ich werde auch gleich noch eine weitere Stunde aufnehmen. Keine Sorge, ich gucke nochmal kurz nach dem Fahrzeug. Ja, geil, ich könnte die ewige Flamme bauen. Okay. War das nicht denn, dass die Dings erhöhen kann? Widmen Sie das Denkmal Tropico. 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Besucher zu Nationalisten werden. Nee, danke. Widmen Sie das Denkmal Tropicos Armee dem sich selbst. 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Besucher zu Loyalisten werden. Widmen Sie das Denkmal den Weltfrieden. Wenn Sie Auslandshilfe erhalten, erhöht sich diese für beide Supermächte um 1000. Dafür muss sich die ewige Flamme jedoch mindestens ein Jahr in diesem Arbeitsmodus befinden. Ja, das ist doch nicht das Problem. Aber das, liebe Leute, werden wir erst in der zweiten Hälfte der zweiten Session machen. Deswegen speichere ich jetzt nochmal ab. Liebe Leute. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen.
Bitte gebt doch diesem Part einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen und das würde mir auch bei der YouTube-Suche helfen. Und des Weiteren wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich hoffe, euch gefällt auch die Musik, die im Hintergrund läuft. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Es tut mir wie gesagt sehr leid, dass ich keine Originalmusik von Tropico 4 verwenden kann, aufgrund des Urheberrechts. Aber gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und auf bald, bis bald und tschüss.